Hallo und herzlich willkommen, liebe Motorsportbegeisterte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Selo TV zu dieser 37. Autocross-Veranstaltung hier in Selo an diesem wunderschönen Mai-Samstag. Ja, hinter uns laufen gerade die Qualifikationsläufe für den morgigen Sonntag. Wir wollen Ihnen vom heutigen Tag ein paar Eindrücke liefern. Bis gleich. Und damit von der viel zu lauten Strecke weg, hier hinein ins ruhige Fahrerlager. Hier bereiten sich die Teams auf ihre nächsten Qualifikationsläufe vor und wir haben uns für sie umgeschaut, was es so alles zu sehen gibt. Jetzt gerade ist Rennpause und neben mir steht jetzt Rudolf Kulicke, der Rennleiter und Vorsitzender des MC Selo. Nun, Herr Kulicke, wie viele Nationen sind denn dieses Jahr eigentlich hier bei diesen Europaschaftsläufen vertreten? Also ich freue mich, oder wir als Club freuen uns ganz besonders, dass wir wieder 15 Nationen haben. Neu ist in diesem Jahr erstmalig, dass ein Fahrer aus Slowenien hier bei uns nach Selo gekommen ist, Und auch, wie gesagt, Fahrer aus Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Tschechien, Slowakei, Ungarn, das Baltikum oben, also schon ein super Starterfeld hier. Wir haben auch in der Klasse Buggy bis 1600 Kubikzentimeter, ist der Europameister, der amtierende Europameister am Start. In den anderen Klassen haben ja die Europameister dieses Jahr, starten ja nicht mehr in diesem Jahr, die haben ja andere Hobbys gefunden wahrscheinlich. Ja, aber wir haben in der Spezialklasse bis 4000 Kubikzentimeter mehrere ehemaliger Europameister am Start, von Glenn aus Niederlande, Bernd Stubbe, der Deutsche, der war 2008 der Europameister, der führt auch mit Punkten hier, also wir haben ein Topfeld hier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinter mir werden gerade die letzten Läufe des heutigen Samstags gefahren und auch wir sind damit mit unserer Berichterstattung am Ende für den heutigen Tag. Aber gehen Sie nicht zu weit weg, denn morgen geht diese Veranstaltung in die nächste Runde und auch wir sind dann wieder für Sie live mit dabei. Bis dahin, tschüss! Selo TV, Ihr lokales und regionales Internetfernsehen. Interessante Reportagen, Dokumentationen und aktuelle Beiträge aus unserer Region. Weltweit im Netz unter www.selo.tv.